So, weiter geht's bei GTA 5 Overwatch Talk mal wieder. Und wir sind hier gerade auf der Flucht vor der Polizei. Ja, ich habe mir gerade mein Auto geklaut, vom Flughafen weggefahren und dann zack, wieder die Bullen am Hals. Und die werde ich jetzt gerade schön los. Man muss einfach nur hier auf nicht so doll befahrene Straßen oder nicht so befahrene Gegenden fahren und dann geht das schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin gerade. Okay, weg sind sie. Zack. Ab in den Dreckhofen. Und dann kann ich mir auch mal ein besseres Auto holen. Nehmen wir uns doch mal, die sehen ja alle gleich aus. Den hier, das ist schon okay. Ah, super. Super. Mit Alarmanlage. Machen wir erstmal Tür zu. Und dann gucke ich mir mal kurz die Ziele an. Wir haben auf jeden Fall ein paar SMS und so gekriegt. Fremde und Freaks haben wir ja auch noch. Was ist das denn? Barry, okay, Barry. Da haben wir dann noch eine Trevor-Aufgabe und dann hier noch was zum Kaufen. Ein Yachthafen, geil. Geil. Ich weiß nicht, was wir machen. Keine Ahnung, ich glaube, ich lese mal ganz kurz die Nachrichten. Lamar, hey, Irre, du machst mir Angst, aber du bist irgendwie cool. Du sollst mal reden, Frankie oder ohne ihn. Alter, egal, Mann. So. Ron hat auch was geschrieben. Da waren heute so ein paar Chinesen in meinem Wohnwagen. Schien etwas sauer zu sein. Hast du die irgendwie verärgert? Huch, nee, das hatten wir doch schon. Ne? Was ist das denn hier? Jobliste. Keine Jobs verfügbar. Okay. Ach ja, hier. Auf jeden Fall, Seerennen gibt's jetzt. Bradley. Okay. Hi, T. Ich bin's, Brad. Aus dem Knast. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich? Brad, ja. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich habe meine Antwort gesendet. So. Ja, das war, glaube ich, keine Nachricht von Brad, weil wir wissen ja, dass Brad, glaube ich, tot ist. Ich weiß es nicht. Könnte es sein, ne? Das haben wir jetzt in der letzten Folge haben wir das ja erfahren. Dass hier der gute Trevor ein bisschen reingelegt wird. So. Okay. T, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu. Hier haben überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber. Und es ist schwer für mich als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst. Und für immer hier bleibst, so wie es versprochen haben. Was? So wie wir es versprochen haben. Okay. Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen in Los Santos erwischen. Ja, sie sind da. Die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben seit deinem letzten Besuch. Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt, aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. Die haben wir alle getötet. Das ist super. So ein paar Chinesen haben hier rumgeschnüffelt. Und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind das die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist. Aber das konnte ich nicht bestätigen. Naja, wie dem auch sei, ich vermisse dich. Dein Geschäftsführer. Kommissarisch. Ron. Hör auf, so ein Weichei zu sein. Verdien Kohle für uns. Und wenn jemand dem Laden zu nahe kommt, mach, was ich dir gezeigt habe. Eispickel in den Hinterkopf. Und das Gehirn mit dem Strohhalm rausschlürfen. Lecker, das ist eine super Antwort. Es ist cool, dass wir Antworten schreiben können. Wusste ich gar nicht. Kann ich ja mal öfter mal machen. Was ist denn für einer? Security oder was? Anscheinend. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier raus. Wohin jetzt? Das ist jetzt die Frage. Die große, große Frage. Da ist noch was zu tun. Da ist auch noch was zu tun. Cletus, der Cletus. So, ja, es ist, ist natürlich, ich glaube aber, wir machen mal die hier. Das sieht so gut aus, ne? Kann man ja mal machen. Zack. Ist hier eigentlich noch eine Mail? Warte mal. Upsi, falscher Knopf, tut mir leid. Ich bleibe einfach mal auf der Straße hier stehen. Und es ist nicht noch... Jimmy? Genau, hier, Jimmy. Hey, Onkel T, hier ist Jizzy Jimmy D, der krasse Checker. Ich bin froh, dass du wieder da bist.
mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Ey, Glückwunsch, dass du eine Menge Gras rauchst. Für wen hältst du mich? Einen degenerierten Penner? Du bist wie mein Sohn. Wenn mein Sohn ein fetter Verlierer wäre, was er nicht wäre. Ich liebe dich. Du musst einer von den Guten sein. So wie ich. Weniger Gras, mehr Meth. So kriegst du was auf die Reihe. Natürlich. Guter Tipp von dem guten Onkel Trevor. Alter. Er ist echt gestört. Naja. Wir lieben ihn. So wie er ist. Jeder ist anders. Trevor ist besonders anders. Mann, aber ich will wieder die geile Karre. Weißt du? Die ich letztens da gesehen hatte. Oder die ich da geklaut hatte, ey. Mist. This is a fine automobile. Ja, genau. Mit ein paar Kratzern. Ach komm, das stört mich nicht. Ach. Komm schon. Aber müssen wir einmal hier um den Pott fahren. Ich verstehe. Hier ist ja ein Fluss dazwischen. So. Zick. Und da gibt's Klamotten, aber hier kommen Klamotten, holen wir uns heute nicht. Da geht's erstmal hier, ne? Trevor und so weiter. Trevor Mission. Mal gucken, was uns da erwartet. Wahrscheinlich wieder eine Baller-Action. Trevor Missionen sind ja immer so. Der hat ja auch so eine geile, besondere Fähigkeit. Übrigens bis jetzt die beste Fähigkeit eigentlich, wie ich das gesehen habe. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was Michael für eine Fähigkeit hat. Franklins Fähigkeit ist ja, gut Auto zu fahren. Beziehungsweise das auch in Zeitlupe ablaufen zu lassen. Wie kommen wir denn hier rein? Alter. Huch. So ein Penner. Ja, mal schade, ich vermisse dich, Bruder. Ja, das ist schade, total. Der lebt gar nicht mehr, naja. Upsi. Kann man jetzt auch SMS aus dem Knast schreiben? Weh ist ja nett. Muss halt mal den Weg hier hochfinden. Ach da, guck mal, super. Guck mal, was hier abgeht. Ist die Frau von dem Typen hier wieder zurückgekommen, dem das Haus gehört? Oder die Wohnung? And Trevor is Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Freud? That's it, right? Yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me, boy! I don't want to. Alter. I ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run. We got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T.
So, oh geil. Mit dem Typen da. Job machen. Ich weiß ja nicht. Mit dem kleinen Penis. Pier 400. Alles klar. Gar kein Problem. Das machen wir doch mal direkt. Come on then, Floyd. What you got for me? Like I said, I don't... Oh, tut mir leid. Sir, rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Floyd always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. Please drive carefully. Nö. And what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well... there's been all these, Merryweather folks hanging around. Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone now! The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil? That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter? Perfect. Can I get on board? No. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right. We'll take a look at that as well. Ah, guter Plan. They're the only way out the port? Yep. Once you're off them, you're straight on the highway. A truck can come here, load up and get on the blacktop, keep on going till he runs out of gas. Real poetic. What happens if an alarm's tripped? The National Office of Security Enforcement monitor the whole area. If something goes off in Port City, every road round here gets shut down. Go dann park and get the dispatch. Over here, you frickin' dick. Dann wollen wir da mal was klauen. Wir wissen auch nicht was. Das ist auch geil. Here comes the suit. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. I hate getting up early in the morning for work. Das stimmt, we got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Hey. Okay, folgen wir mal Floyd. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know, those big sky crane things that could pick up a whole container? Now, this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through.
This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Doppelt hält besser, wa? You! You! We need two guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now! Und... Okay, ich soll damit drauf. Alles you klar. You drive and I'll spot. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep in shit. They're gonna check us. Okay, dann wollen wir mal den Job ordentlich erledigen hier mit dem Vehikel. Das ist ganz geil. Jetzt spielen wir noch Hafencontainer Simulator 2013 oder was. So, die beiden Gefrachter hier, Dinger, die beiden. It's those containers. Okay. Baby. Container, natürlich. Ja, ja. So, ich sehe das. Ach, komm schon. Come on. Noch ein bisschen gerade dran. So, das müsste reichen. Was? That's it. Okay. Now we gotta bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Das passt. Ja, das passt. Alles gut. Ja, du sollst die Dinger hier draufstellen oder was? Auf F. Okay. So. Und runter damit. Vorsichtig, vorsichtig. Now I guess we gotta get the other one. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Alles gut, ja, Floyd. So, da ist doch der nächste. Oh. Reicht das? Jawohl. Wir brauchen gar nicht so genau zu sein. Schön. Der Hafensimulator verzeiht aber einiges, ja. So. Na komm. Und da hinten ist vorhin. Ja, Kran ist sehr gut. Ich glaube mal, dieser Kran da, meint er. Kommen wir hoch, ein paar Bilder schießen, ist immer gut. Super. Und runter mit dem Scheiß. Perfekt. Okay, it's up to the top of the crane for me. So, fahren wir mal hin mit unserem guten Wagen hier. Der lässt sich echt nicht schlecht steuern, aber das ist ein bisschen lahm. Leider. Upsi. Nee, ich steig aus. Ich steig da so auf den Kran, ey. Das dauert mir zu lange hier. SS Barker, wenn das ist. Kann ich da hoch? Ist der Kran hier? Kann nicht der sein, es ist der da. Alles klar. Hoch da. Na komm. Alter, es ist aber hoch hier. Natürlich, muss ja auch. Ne?
muss ja höher sein als die Frachtcontainer mit hin. Very time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Get up on this walkway, climb down the ladder and go into the cabin. Was? Wo soll ich jetzt hin? Vielleicht hier lang? Ist hier eine Leiter? Nein? Hä? Ach, da! Ach so, da, okay. Alles klar. Dann will ich mal den Kran führen. Lass mich da mal durch. Ach, Mann, immer dieses Personal, das hier einem den Weg versperrt. Aber ich denke mal, wir gucken erstmal beim nächsten Mal weiter, wie wir da... Oh, Alter, super Hafenarbeiter, ja, würde ich auch total vertrauen dem Typen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir weiter, wie wir hier am besten Fotos machen von dem Tanker hier, wenn das der da ist. Ich weiß es nicht, der SS Barker. Und vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye.